Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge der IAFC HSV-Karriere. Folge 7, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Ich habe die Folge jetzt direkt nach der Folge 6 aufgenommen, deswegen kann ich jetzt noch nicht auf eventuelle Transfervorschläge eingehen oder dergleichen. Ich dachte nur, wir starten direkt wieder rein hier, weil ich die Hinrunde schon gerne zeitnah abgeschlossen hätte. Ich habe mir überlegt, dass ich Ambrosius gerne für ein Jahr noch halten würde. Das heißt, wir verlängern den Vertrag und leihen ihn aus. Wenn er in echt, sag ich mal, verkauft werden würde, beziehungsweise der Vertrag nicht verlängert wird, dann kann ich ihn immer noch abgeben. Ich möchte nur jetzt keine Unruhe im Team machen. Wir haben noch einen Scouting-Bericht. Schauen wir auch mal direkt rein. Sascha Haas nehmen wir nicht mit, Levin Schröder auch nicht. Zimmermann, sieht interessant aus. Ja, den nehmen wir mit. Und Robert Berger sieht auch nicht ganz verkehrt aus. Haben wir noch Matt Schneider? Nee, der ist nicht. Max Meyer auch nicht. Wobei, ich sag mal so 475. Nee, nehmen wir nicht mit. Wir müssen aber mal aussortieren bei uns in der Mannschaft. Wir gehen rein in die Verhandlung jetzt mit Stefan Ambrosius. Ich will auch mal wissen, was er sich für eine Rolle vorstellt. Wir haben ja noch ein paar, wo wir uns sowieso Gedanken machen müssen. Bei Zumberi würde ich auch sagen, vielleicht nochmal günstig verlängern. Bakariata können wir auch verlängern. Er hat ja in der Realität auch verlängert, von daher ist es auch gar kein Thema. Ambrosius, ich finde, er verdient relativ viel Gehalt. Er möchte im Kader die Rolle wichtig, eher Rotation hätte ich ihm jetzt angeboten. Mal gucken, ob wir ihm das überhaupt bieten können. Wir nehmen das mal und wir machen ein Jahr. Das findet er auch okay, keine Freigabesumme, alles klar. Was möchte er für ein Gehalt? Wir können ja mal runtergehen. Wir gehen ja dann mal ein bisschen mit Einstiegsbonus hoch, 50.000 Einstiegsbonus. Er möchte 9-2 und 20 Spiele ohne Gegentor. Das nimmt er an, 9-2 ist super gut. Das ist ein bisschen weniger. Dann können wir ihn auf die Liste streichen, warte mal, dann können wir ihn auf die Leihliste setzen, weil ich das schon sehe, dass wir ihn verleihen. Und dann gehen wir auch rein in die Verhandlung mit Bakariata, hat jetzt 19.000, er hat 5 Jahre verlängert, also absolut ein Statement ist das. Das peilen wir natürlich auch an, Rolle wichtig, natürlich, 5 Jahre, dann ist er 30. Er möchte nur 2 Jahre, okay. Drei Jahre sind für ihn auch okay. Schade eigentlich, dann möchte er sich das wahrscheinlich nochmal nicht nehmen lassen, eventuell nochmal ein bisschen nachzuverhandeln. Er kriegt auch ein bisschen mehr Gehalt. Kriegt 25 und einen Einstiegsbonus von 100.000. Dann sind wir auf jeden Fall, glaube ich, noch komplett im Gehaltsgefüge. Und damit ist er auch zufrieden. Sehr schön. Was ist denn unser Topverdiener im Moment? Glatzel, Denjata, Benesch, Tompe, Reis. Eigentlich müsste man dabei Reis dann auch nochmal, sag ich mal, nachverhandeln. Aber er ist mit seinem Vertrag zufrieden. Von daher alles im grünen Bereich. Moral bei den Spielern ist im Moment ein bisschen schlecht. Ich weiß gar nicht wieso. Ja, Sanne können wir auch auf die Leihliste setzen für eine halbe Saison. Sonst bleibt uns da nichts anderes übrig. Meget auf Leihliste setzen. Die kommen im Moment einfach zu wenig zum Einsatz. Können wir auch Jalcinkaya auf die Leihliste setzen. Wen haben wir denn noch? Elia Kran. Auch mal ein halbes Jahr verleihen. Oliveira auch. Und
zum Beri, glaube ich, würde ich... Gehen wir mal in die Vertragsverhandlung, verlängern mal um 2 Jahre. Ja, Perspektivspieler ist gut. Machen wir mal 2 Jahre. Freigabesumme 990.000 will er weiterhin haben. Geben wir ihm auch, denn ist alles gut. Und Gehalt machen wir mal... Ja, machen wir 2-3. Kein Einstiegsbonus. Ich möchte 3 haben. Den nehmen wir raus. Oder wir machen das... Wir machen 20. Aber weniger Gehalt. Dann muss aber der... Gottes Willen. Dann muss aber der Bonus komplett raus. Wenn er 3.000 haben will. Ich meine, das wäre ja jetzt keine Gehaltssteigerung. Ja, okay, es macht er. Ein bisschen mehr Gehalt. Und dann können wir ihn auch auf die Leihliste packen, beziehungsweise haben wir schon. Okay. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch Mikkel. Ja, Poreba wird gehen, Van der Bremt. Und Hatzika Dunic ist ja... Hier hat er ja einen langfristigen Vertrag, was ja nicht der Realität entspricht. Ich würde ihn gerne behalten, aber in der Realität geht's, wird er sehr, sehr wahrscheinlich den Verein verlassen. Also von daher werden wir es hier dem gleich tun. Vorstandsziele sind gefährdet. 1%, ja, wir haben jetzt Gehälter. Was willst du machen? Ne? Ist, wie es ist. Dann haben wir 7 von 10 Spielen haben wir schon. Das ist sehr, sehr gut. Ambrosius ist auf einmal wieder sehr, sehr happy. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Super, wir sind uns einig. Kran und Oliveira. Auf jeden Fall 2 Spieler, auf die ich in Zukunft setzen möchte. Jetzt geht's rein gegen Schalke. Das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Ich habe richtig Bock. Wir haben auf der Bank Königsdörfer. Ach, ich habe schon wieder Reis nicht reingepackt. Das ist immer das Gleiche. Wir werden mal Ambrosius, Schnellwechsel, Reis mit in die Zentrale. Ferrei lassen wir mal auf der Bank erstmal. Wir haben eine so gute Mannschaft. Ich würde gerne alle spielen lassen, aber das funktioniert halt leider nicht. Wir spielen in den hellen Trikots, Schalke in den königsblauen Trikots. Sehr gespannt, also Schalke in der Tabelle ja ein direkter Konkurrent und Verfolger. Wenn wir hier schon mal gewinnen, dann ist das schon mal ein richtiges, ja, Big Points auf jeden Fall. Schalke hat Anschluss in der Felddienstarena. Links nach rechts, wir gewohnte Formation, eigentlich keine Änderung in der Startelf. Never change a running system, sag ich mal so. Muheim das erste Mal gegen Terodde. Wow, da war euer Fernandes ja mal direkt gefordert. Terodde als Flankengeber, eigentlich ja eher andersrum. Terodde als Abnehmer. Da passt Meffert gut auf. Jatta. Van der Bremt. Schick da Jatta auf der rechten Seite gegen Mohr. Und dann bringt er ihn rein, aber da ist keiner. Da ist keiner in der Mitte. Muheim bringt die Pille auch noch mal rein in den Rückraum. Oh. Gefährlich, gefährlich. Also beide Mannschaften das erste Mal vorm Tor gewesen. Schalke aber ein bisschen auf jeden Fall. Beste Abwehr der HSV. Wir haben erst 14 Gegentore. Schalke will auf jeden Fall hier zu Hause. Oh,
Boah, das war gefährlich. Das war richtig gefährlich. Zu Hause zeigen, dass sie hier gewinnen können. Oh, Meffert im Aufbau verliert den Ball. Das ist ganz, ganz gefährlich. Müssen wir jetzt aufpassen. Gut, dass Benesch da mitmacht im defensiven Verteidigen auf der 8. Jetzt können wir Dompe, Muheim. Ah, er kriegt den Ball nicht rübergespielt. Das ist schlecht. Schonau gegen Matriciani. Schon wieder sind sie da in der Mitte. Und wieder ist Heuer Fernandes sowas von da und sowas von wach. Unglaublich. Der Abschluss natürlich eigentlich komplett ungefährlich. Aber kann ihn natürlich schnell mal auf den falschen Fuß erwischen. Glatzel, ah, verliert den Ball. Karaman nimmt Terodde mit. Wieder ein Abschluss. Dritter Abschluss schon von Schalke. Die sind heiß. Oh, Jatta, das war klasse gemacht. Vertrag verlängert. Leider nicht so langfristig, wie ich das gerne hätte. Ich hätte ihn gerne 5 Jahre verlängert, aber wir mussten Fährmann noch nicht, oder wir konnten Fährmann eher noch nicht wirklich prüfen. Das würde ich gerne ändern, spätestens in der zweiten Halbzeit. Wir sind jetzt in der 30. Minute. Mal wieder Schalke im 16er. Da ist Muheim, nimmt Benesch mit. Passt er gut auf, Benesch. Glatzel. Wieder Muheim. Also Schalke verteidigt im Moment gut. Und das war abseits. Das war abseits von Dompe, ja, relativ toll. Ich hätte den Pass gar nicht erspielen dürfen, hat man auch gesehen. Ja, war ein bisschen blöd von mir, ganz ehrlich. Meffert flügt ihn da runter und dann Fehlpass von Laszlo. Jetzt muss Muheim daran gegen Matriciani, der ist schnell. Oh. Glück gehabt. Jetzt Dompe, jetzt hat er mal ein bisschen Rasen vor sich und kann da durchgehen. Dompe geht ab, aber da ist auch der Verteidiger und Mugin nimmt ihm die Pille aber sowas von gut ab. Das konnte er nicht. Das war gut verteidigt vom Schalker Schlussmann oder Verteidiger eher gesagt. Jetzt wieder Matriciani. Ist absolut einer der auffälligsten Spieler. Boah, was für eine Grätsche. Von Miro Muheim. Junge, ist das geil. Guckt euch das nochmal in der Wiederholung an. Guckt euch das an. Ah ne, wie geht das mit der Kamera? Die, da wollte ich hin. Machen wir es lieber so. Matriciani will eigentlich in die Mitte. Und dann kommt da Muheim. Let's go, volles Risiko. Pressschlag irgendwie ein bisschen komisch durch die Beine gebackt. FIFA-Style. Ihr wisst es. Ihr kennt es. Egal. Geil war es trotzdem. Geile Grätsche. Feiere ich immer. So, hier ist gleich Halbzeit. Dompe muss da nochmal hoch. Schonlau. Benesch. Also von Glatzel im Moment noch gar nichts zu sehen. Irgendwie bei uns im Zentrum. Muss man ganz ehrlich sagen. Oh, Aufbauspiel, wo ist es? Oh, und nur weil er den nicht macht in der Mitte. Karaman. Das ist gefährlich. Das ist absolut gefährlich. Euer Fernandes. Also an ihm liegt es heute hier nicht, definitiv. Muheim. Kann Dompe noch mitnehmen. Oh, Dompe. Da unten an der Seitenlinie wird schon sich warm gemacht. Keine gute Flanke von Dompe. Reis kriegt die Pille direkt da auf den Fuß serviert. Muheim. Vielleicht jetzt nochmal. Boah, was ist das denn? Also diese Flanken, durch diese Reglereinstellung sind die Flanken wirklich echt schwer. Wir wollen aber mehr machen. Zweite Halbzeit müssen wir auf jeden Fall mal einen Gang höher schalten. Ja, das
vehement in den Zweikampf gegangen. Benesch. Ah, schon wieder so ein Fehlpass. Also von Benesch ist irgendwie ist heute der Wurm drin. Vielleicht werden wir da gleich mal wechseln. Vielleicht in einen Ferrei bringen. Jatta kann sich da irgendwie durchsetzen. Ist jetzt vom Tor. Und da ist das Ding drin. Außen nichts. Das 1:0 für den HSV. Absolut. Außen nichts. Also das war, ich würde sagen, mit das unverdienteste Tor in dieser Saison vom HSV. Setzt er sich gut durch, hat natürlich Speed und dann macht er es lässig. Schnibbelt den da einfach nur rüber, guckt, zack, bisschen mit Außenriss, bisschen Spann. Richtig klasse gemacht. Deswegen haben wir ihn verlängert, den Vertrag. 7 Tore in 16 Partien. Ja, war der richtige Zeitpunkt auf jeden Fall da, die Vertragsverlängerung mit einem Gehaltsplus für ihn ja, zu machen, auf jeden Fall. Jetzt Ron Schallenberg, auch einer für den HSV gewesen, tatsächlich. Nach der Vertrags... und wieder. Das ist unfassbar. Wir haben gute Chancen. 5. Schuss von Terodde. Aber Ferro ist einfach stabil da hinten drin im Kasten. Trotz dieser Verletzung da. Und wieder ist da Heuer Fernandes. Miro Muheim. Oh, kriegt die Pille nicht richtig kontrolliert. Glück gehabt. Dompe auf Benesch. Benesch werde ich trotzdem versuchen, denke ich mal, relativ zeitnah runterzunehmen. Und auch vielleicht Glatzel. Mal vielleicht was umändern. Meffert. Van der Bremt. Jetzt können wir Reis mal als Flankengeber. Ach, das ist doch zum Kotzen. Also manchmal diese Flanken. So. Ferrei wird kommen. Und auch Nemeth. Und Königsdörfer. Einmal Rundumschlag in der 60. Minute. Wir führen 1:0. Wir spielen keinen guten Fußball. Ah, richtig klasse gemacht. Den Stürmermann hier auf jeden Fall. Nemeth wartet ja auch noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. Kam jetzt ein paar Kurzeinsätze. Jetzt mal ein bisschen länger. Halbe Stunde hat er Zeit. Hier irgendwas zu reißen. Auch ein Kandidat, den ich eigentlich für einen sehr, sehr potenziellen Glatzel-Nachfolger halte. Aber im Moment... Ah, wieder Fernandes. Es ist wirklich... Also er ist der beste Keeper der zweiten Liga. Meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, auch wenn er in der Realität im Moment wirklich ein bisschen schwächelt. Ich glaube, das ist angesteckt von der ganzen Mannschaft. Ist er meiner Meinung nach der beste Keeper der zweiten Liga und absolutes Erstliga-Niveau auch hat. Wir werden nochmal wechseln. Ambrosius kommt rein für HC Kadunic. Wir müssen ihn ein bisschen mehr pushen. Er hat eine Vertragsverlängerung jetzt auch bekommen. Wird aber zur Saisonmitte auf jeden Fall ausgeliehen. Das war schon wieder so dumm. Jetzt können wir hier nochmal... Reis gegen Mohr. Muss er hinten rumspielen. Reis. Gut gemacht. Nemeth kriegt die Pille. Kann sich da nicht durchsetzen. Oh, und da ist das Ding drin. Es war eine Frage der Zeit. Karaman. Und ich weiß gar nicht, wo sollen wir denn da, wo sollen wir den Fehler denn suchen? Da, Matriciani, ja, Ambrosius ist da ein bisschen weit weg. Van der Bremt dann auch. Ja, da kannst du insgesamt einfach besser verteidigen. Musst du besser verteidigen. Königsdörfer auf Foul.
ja, 74. Minute, Matriciani ist auf jeden Fall der Spieler, der, finde ich, am meisten auffällt, neben Terodde noch, wo ich sage, der hat auf jeden Fall Bock, hier was zu reißen. Wir haben Ferrei gerade gebracht, der hat auch Bock, was zu reißen. Mal eine Flanke. Ah, schade, Meffert. Das war mal eine gute Flanke von Ferrei. Jetzt können wir mal mit Nemeth abgehen. Ah, verdammte Scheiße. Also ich muss sagen, Schalke steht hinten auf jeden Fall gut. Jetzt Schallenberg. Ambrosius ist jetzt gefordert. Also Schalke lässt aber auch Chancen liegen. Das ist wirklich unfassbar. Wir bräuchten uns hier absolut nicht beschweren. Es ist aber auch nicht unser Spiel irgendwie, ne? Also gegen Schalke jetzt, muss man wirklich sagen, nicht unser Spiel. Den Ball, ja, den hat Van der Brent doch schon und dann hat er ihn auch wieder nicht. Ambrosius muss das erste Mal jetzt richtig in Zweikampf gehen. Nemeth, jetzt geht er nochmal. Wir gehen jetzt mal, jetzt muss er was machen. Letzten paar Minuten laufen in diesem Spiel. Kann er in den Rückraum? Er kriegt den Ball in den Rückraum, aber da ist keiner, den wir anspielen können. Ambrosius. Van der Bremt. Van der Bremt in den Rückraum. Da ist keiner. Ah, das ist verdientes Unentschieden. Schalke war die aktivere Mannschaft. Wir müssen das echt hinterfragen, wie wir hier heute aufgetreten sind. Ein Torschuss. Und der war drin. Also wenn das... Die Statistik ist schon absolut niederschmetternd. Von daher Haken dran. Haben hier irgendwie einen Punkt mitgenommen. Und ja, Schalke 04 lässt gegen Hamburg zu viele Chancen liegen. Absolut. Pauli jetzt wieder an uns vorbeigezogen. Hertha hat auch wieder gepunktet. Aber auch wieder nur ein Unentschieden. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, er hat gewonnen. Also es sind jetzt wieder 7 Punkte auf die Hertha. Das wird sehr, 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 sehr schwer. Leihangebot für Sanne und... Nee, Haier werden wir nicht verkaufen. Nee, nicht in der Saison werden wir das... Also nicht einfach so, das machen wir nicht. DC United... Ich würde ihn lieber gerne in Deutschland behalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Haier möchte mehr spielen, okay. Ja, da kannst du keine Antwort nehmen, die irgendwie richtig Sinn ergibt. Leihangebot. Ja, auch hier. Zum Berry. Werden wir mal delegieren. New York City. Also wenn er da wirklich spielt... Kurzleihe. Aber ja, also jetzt während der Saison, wir werden ihn jetzt mal spielen lassen, damit er muss öfter spielen. Ich kann das auch absolut nachvollziehen. Wir lassen ihn jetzt mal ran. Denn Königsdörfer hat sich jetzt auch um einen Punkt verbessert. Und ich habe es immer noch nicht geschafft. Reiß. Stellen. Das ist auch echt nicht mein Ernst. Das muss ich wirklich mal machen. Dann können wir Özcanali runternehmen und werden mal Kran mit raufnehmen. Poriba. Oder ne, wir nehmen Poriba. Bin von Poriba auch nicht wirklich überzeugt, muss ich dazu sagen. Wir werden hier in die Schnellsimulation gegen Rostock. Hoffentlich gewinnen wir hier 2:0 Niederlage, Kinzombie und Brumado. Ja, ich habe es irgendwie geahnt, dass wir gerade so ein bisschen so einen kleinen Abwärtstrend haben. Jetzt geht es gegen Pauli. Die haben 3 Punkte Vorsprung.
Das nehmen wir uns auf jeden Fall noch selber. Transferangebot für Haier. Möchte mich bedanken. Arbeite weiter an dir. Ja, Muheim, wann warst du denn verletzt? Das ist doch schon ewig her, oder nicht? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Monatliches Scouting-Update immer wieder. Rick Willems sieht interessant aus. Ah, nee, doch nicht. Lukas Willems auch nicht. Marc Sadie Jacobs auch nicht. Benjamin Meyer auch nicht. Keiner dabei. So, Kurzleihe. Dann können wir in die Verhandlung gehen und das Gehalt bestimmen, weil, naja, wenn er dorthin geht, dann können die auch gehaltstechnisch bisschen was an Gehalt zahlen. 20% nehmen wir, 80% New York City. Tipptopp. Wir lehnen die Angebote ab und er wird einfach, wir müssen mehr rotieren. DC United. Ja, vielleicht spielt er da ja auch. Vielleicht ist das auch genau der Punkt. Vielleicht muss er auch. Wir warten nochmal auf ein besseres Angebot. Ich bin davon noch nicht ganz überzeugt, dass er in der MLS wirklich Niveau bekommt, was ausreicht. Lukas Wallner. Okay, doch nicht so gut, wie ich dachte. Nehmen wir trotzdem mal mit auf die Scouting-Liste. Schadet ja nicht. So, letzter Spieltag der Hinrunde war es jetzt auch schon. Jetzt beginnt ja auch schon die Rückrunde. Wir haben jetzt den 16. Dezember. Jetzt geht's rein gegen Pauli. Wird natürlich selbst gezockt. Jetzt muss ich doch mal reingehen hier in die Pressekonferenz. Bei so einem Spiel macht man das gern. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Die Mannschaftsmoral ist im Moment nicht gut drauf. Wir können aber noch alles schaffen. Wir sind bereit. Das Hinspiel haben wir ja gewonnen. Das war ja ein wildes Spiel. Wir wollen auch dieses Mal gewinnen. Wir haben die Moral wieder ein bisschen gepusht dadurch. Klar. Jetzt muss ich mal was gucken. Wir gehen rein. Anstoß. So, wir haben, ich habe schon wieder Reis nicht reingepackt. Es ist also wirklich, ich bin zu blöde. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir werden Haier auf jeden Fall noch bringen. Muss. Weil ich will ihn behalten. Absolut. Ich finde, er ist ein super Spieler, super Typ. So. Poreba muss auch spielen, sonst werden die auch meckern. Also alle sind wieder am Meckern hier. Es ist alles immer das Gleiche in der Karriere. So, rein geht's. Wir spielen in den hellblauen Trikots, Pauli in den normalen Heimtrikots, die braunen. Ansonsten wieder unsere meiner Meinung nach beste Elf. Ein bisschen Schnee liegt auch im Dezember. Das Duell Zweiter gegen Dritter, Dritter gegen Zweiter, ich weiß gar nicht genau. Da sieht man schon. Oh, hoffen wir mal nicht, dass das Realität wird, dass er hier so ein Ding reinknattert. So, Pauli stößt an, St. Pauli Stadion, genau. Millerntor. So, dann machen wir mal. Ich habe die Zeit nochmal ein bisschen runtergedreht. Weil ich habe gesehen, ich spiele jede Halbzeit 5 Minuten und ich will die Folgen etwas komprimieren, so auf 35, 40 Minuten. Oh, erstes Foul, hat sich Gatunic, in der 4. Minute, war unnötig. Ich will die Folgen so ein bisschen 35, 40 Minuten halten, sonst sind sie teilweise vielleicht doch ein bisschen zu lang mit 50, 60 Minuten oder so. So, jetzt aber mal ein bisschen die Schnauze halten, rein geht's, Glatzel. Also, das muss man wirklich sagen, Pauli steht zu offen.
Die stehen in der Defensive einfach zu offen. Es ist unglaublich. Guckt euch das an. Wo sind die denn? Glatzel. Glatzel auch schon ein paar Spiele jetzt nicht getroffen. Bisschen in der Krise auf jeden Fall. Da ist Irvine. Also, ich weiß nicht, wann das letzte Mal getroffen hat, aber das ist auf jeden Fall schon ein paar Spiele her. Scholau kann den Ball sicher annehmen. Spielt dann aber einen beschissenen Ball raus. Also wirklich absolut beschissen. Irvine in der Mitte, liegt ja auf dem Platz. Oh, ist auch eine schwere Verletzung für den Kapitän. Ich weiß gar nicht, ist denn echt auch Kapitän? Ja, ist natürlich bitter. So, ich weiß nicht, was da passiert ist im Kopfballduell. Ja, irgendwie. Weiß gar nicht, ist es das Knie, Schulter, Kopf? Kann ich gar nicht genau sagen. Das wird auf jeden Fall eine längerfristige Verletzung sein. Das ist natürlich bitter. Glatzel! Er hat im Moment einfach Scheiße am Fuß. Gut, war jetzt auch nicht einfach. Keine 100% hier oder sowas, aber da ist auf jeden Fall ist nicht so locker wie am Anfang der Hinrunde, wo er denn doch, ja, wie am Fließband eigentlich getroffen hat. Glatzel wieder. Und naja, schade. Das war eine starke Parade. Jetzt geht's wieder rückwärts. Zart das erste Mal am Ball, richtig Eggestein. Müssen wir verteidigen. Ah, es steckt da richtig gut durch für Eggestein. Und Heuer ist da. Da geht es direkt wieder auf die andere Seite. Baggerjatta. Er läuft da zu schnell in den Mann rein. Unkontrolliert. Es war ein bisschen überhastet. Er ist richtig gute Chance. Aber Ferro wieder da. Eckball von Hartl. Den kann man rausklären. Alles gut. Kein Problem. Van der Bremt. Benesch hat mir im letzten Spiel gegen Schalke nicht gefallen, wie er gespielt hat, bin ich ganz ehrlich. Benesch jetzt kann er das wieder gut machen, dass er im Schalke-Spiel nicht so gut war. Oh, guter Abschluss, aber noch besser die Parade vom Pauli Schlussmann. So, ich probiere mal ein bisschen anders. Benesch wieder. Mal anders reinbringen. Glatzel! Das gefällt mir doch schon besser. Schon ein paar Abschlüsse. Glatzel, Glatzel, Glatzel. Benesch, Benesch. Im Moment machen wir hier das Spiel, glaube ich, relativ ausgeglichen. War ein Schuss aus der zweiten Reihe von Pauli. Ungefährlich. Den hat Heuer Fernandes natürlich mit Leichtigkeit. Da können wir Glatzel wieder schicken. Gegen Smith, der auf dem falschen Fuß. Und das ist das Ding drin. Glatzel in der 39. Minute. 1:0 HSV. So lange hat er auf sein Tor gewartet. Richtig stark. Richtig stark. Und macht das ja in absoluter Stürmermanier. Muss man so sagen. Schön reingeschlänzt das Ding. Richtig gut. Und das ist jetzt sein 9. Tor im 18. Spiel. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ja die Hälfte der Hinrunde hat er nicht getroffen. Ich glaube, er hatte mal 8 Tore aus 10 Spielen oder so. Ich weiß es, wie gesagt, leider nicht genau. Ist auch egal. Jetzt, er freut sich natürlich drüber. Jetzt können wir Glatzel bedient. Jatta jetzt mal rechtes Bein. Gegen Nemeth. Ja, das war eher. Ja, weiß ich gar nicht, was das war. War auf jeden Fall nicht gut. Dompe.
Also bis jetzt, also Offensive brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das läuft alles, alles gut. Wir haben sonst Alternativen. Also wenn ein Glatzel die Dinger nicht macht, dann macht sie halt ein Dompe oder ein Bakariata. So, ja, wenig Torabschlüsse gab. Direkt mal Dompe. Noch nicht so viele Aktionen gehabt, dieses Spiel. Vielleicht jetzt mal mehr in der zweiten Halbzeit. Reis wird jetzt mitgenommen. Bringt die Ball rein. Und Benesch! Guter Abschluss da. Zweite Reihe. Richtig clever. Nochmal zurückgelegt. Richtig stark gemacht. Sehr schön. Hat sich Kadunic das mit der gelben Karte natürlich auch wieder so ein Kandidat, den ich dann rausnehmen würde, wieder für Ambrosius. Wir bringen jetzt mal Moritz Heyer. Mal ein früher Wechsel. Van der Bremen kriegt jetzt mal eine Pause. Ist ja eigentlich auch so ein Dauerbrenner bei uns. Spielt fast jedes Spiel von Anfang an. Oder ich glaube, spielt sogar jedes Spiel von Anfang an. Meffert spielt auch immer. Jetzt können wir nochmal. Und Glatzel! Wieder guter Abschluss. War der Keeper da noch dran? Nee, war nicht mehr dran. War zu hoch auf jeden Fall. Jetzt muss natürlich Heyer auch mal zeigen, dass er es kann. So, er hat gesagt, er will wechseln. Okay, kann ich verstehen. Aber wir wollen auch nicht irgendwelche schnellen einfach schnell verkaufen. Wir wollen auch mal eine zweite Chance. Da ist das zweite Ding. 2:0. Wer hat denn eine Krise? Was Krise? Gibt keine Krise. So schießt man sich da einfach raus. Wieder clever gemacht. Glatzel hat Platz. Fackelt nicht lange. Aus 12 Metern. Relativ unplatziert, aber hart. 2:0. Doppelpack. Glatzel. Ganz so wild wie das Hinspiel wird das hier jetzt nicht mehr, glaube ich. Da war ein Foul im Zentrum. Gibt einen Wurf. Ah, kriegt noch das Freistoß, genau. Kriegt noch das Foul und den Freistoß. Können wir aber verteidigen. Stark gemacht von Ludo. Dompe hat Platz, hat aber niemanden zum Anspielen. Okay. Ah, was ist da los? Gut gemacht. Ludo ist da wieder dran. Sehr stark. Ist auch so geil, dass er wieder da ist. Moritz Heyer kann Glatzel mal bedienen. Glatzel. Heute ist er wirklich on fire. Richtig stark. Hört geht raus. Glatzel, Jatta, Königsdörfer, Perei und Nemeth kommen rein. Ich glaube, für 20 Minuten können wir das Risiko eingehen, Glatzel auch rauszunehmen. Benne springt den rein. Relativ flach. Ah, hat sich nicht verletzt. Okay, alles gut. Ich hatte erst gedacht, er blieb da so ein bisschen liegen. Oh, das war ein schlechter Pass. Das war ein schlechter Pass. Jetzt. Jetzt muss Hatzikadunic gegen Saar dran. Er hat schon gelb. Das ist immer eine Situation, die willst du nicht haben als Verteidiger. Oh, gut gemacht von Ferro. ...76. Minute läuft. Eckball. Wieder Hartl. Ah, oh, da ist er da. Moritz Heyer. Königsdörfer. Dompe. Können wir da nochmal irgendwas Kluges draus machen? Nicht wirklich. Nemeth vorne nochmal irgendwie anspielen. Mich wird's auch... Oh, das ist richtig clever gewesen. Nemeth. Jetzt muss er ihn noch einschieben. Und er schafft es nicht, den reinzuschieben. Er macht das so gut. Und dann fehlt ihm am Ende diese
Kaltschnäuzigkeit, die halt ein Robert Glatzel hat. Hatzika Dunic geht raus, für ihn kommt Ambrosius. Nochmal für die letzten 10 Minuten. Eckball, Benesch, aber wieder zu weit auf dem Torwart. Ich habe diesen... Ah, es ist... Nee. Scholau, irgendwie relativ weit vorne noch durch die Ecke. Dompe, Nemeth. Guter Abschluss eigentlich. Hart, aber unplatziert. Ja, solange er aus seine Einsätze kommt, glaube ich, ist er nicht unzufrieden. Ist er ganz klare Nummer 2 hinter Glatzel. Tom Sanne eher für die Zukunft. Den musst du aufbauen, der ist noch jung. Ganz, ganz wichtige Parade. Aber war abseits. Boah, ich dachte schon, der war ja eigentlich schon drin. Amenihido kommt nochmal rein für Zoller. Aber ich glaube, das wird ein Auswärtssieg. Zu 0. Für den HSV. 2 zu 0 durch Doppelpack Glatzel. Ambrosius nochmal rüber. Haier. Jetzt ist vorbei. 3 Punkte gehen zum HSV auf das Konto. Und jetzt gucken wir doch mal, ob die Hertha aus Berlin gepatzt hat, dass wir mal wieder ein paar Meter hier aufholen. Ich freue mich jetzt schon auf das Duell gegen Hertha, das Rückspiel. Wir haben da einiges wieder gut zu machen. So, nein, Hertha zieht weiter durch. Hertha zieht weiter durch. Ich muss öfter spielen. Ja, ich weiß. Wenn es drauf ankommt, zähle ich auf dich. Reiß es nicht. Richtig zufrieden. Und meine Managerziele sind nicht gut. Ich bin schwach. Na gut, 100 Millionen. Wie soll ich die denn holen? Ja, Ligameister werden aktuell Rang 2. Das ist natürlich super schwer. Aber 7 Heimspiele schon gewonnen. In der Transferphase holen wir uns einen jungen Spieler ran. Ich bin mal gespannt, wen wir uns da holen. Es bleibt weiter spannend. Nächster Gegner ist Fürth. Und jetzt geht der erste Spieler weg. Zum Berry. Für 6 Monate nach New York. Auf jeden Fall eine gute Zeit. Guter Deal, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar Nachrichten. Gucken wir uns nachher ab. Spielerverlust rot. Tom Mikkel. Ja. Alles gut. Ist kein Thema. Die Ansprüche fehlen. Danke für deine Mitteilung. Ja, wir gucken uns das beim nächsten Mal wieder an. Ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt eure Meinung. Transfervorschläge. Jetzt kommt es darauf an. Transfervorschläge müssen jetzt kommen. Und dann, also ich will auf jeden Fall, Katterbach soll kommen. Okugawa, wobei ich gar nicht weiß, ob wir ihn wirklich brauchen. Ich wüsste nicht, wohin. Und genau, vielleicht noch ein Talent oder sowas für die Verteidigung. Eigentlich bin ich ganz ehrlich, brauchen wir nur einen Spieler. Aber schreibt gerne mal Transfervorschläge in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen da, Like. Follow, ihr kennt das alles. Vielen Dank euch. Reingehauen, wiederschauen.